Hallo Leute und herzlich willkommen zu diesem Isaac Run. Und zwar spielen wir heute mit, ich weiß noch nicht, ich habe mich noch nicht entschieden. Auf jeden Fall mit einem, mit dem wir vielleicht Mamsard noch nicht besiegt haben. Samson wäre das tatsächlich. Oder Laser. Lass uns mal mit Laser spielen. Lass uns mal mit Laser spielen, genau. Und zwar versuchen wir heute mit Laser entweder Isaac oder Satan oder vielleicht gleich Mega Satan zu besiegen. Kann natürlich auch funktionieren. All Stats up. Ich würde mal meinen, das ist vielleicht für den Anfang gar nicht mal das schlechteste Item. Ich glaube, da gibt es definitiv schlechtere. Gleich mal ein HP abzufinden, ein Damage Upgrade, Speed noch ein bisschen. Ja, ja, da kann ich mir definitiv so ein paar schlechtere Items vorstellen. So, und da haben wir auch schon gleich eine Todsünde besiegt. Ein paar Herzen auf Reserve, das ist immer schön. Ich habe mir heute überlegt, als Strategie, dass wir ja beim letzten Mal die Cathedral einfach mal übersprungen haben. Dachte ich mir einfach, komm, wir überspringen heute fast alles und gehen gleich mal zu Mega-Satan. Soweit ich weiß, gibt es Mega-Satan. Ich habe auch schon ein klein bisschen mal geguckt, weil ich neugierig war, was das denn ist. Ich habe mir nicht genau angeguckt, was da jetzt tatsächlich alles passiert, sondern nur ganz kurz mal so reingeguckt. Und das sieht schon extrem geil aus. Nachdem wir ja jetzt den Boss-Rush hatten, ist unser nächstes Ziel definitiv heute in diesem Run Mega-Satan. vielleicht finden wir ganz viele dieser Zelda-Ebenen und dann ist gut. Kaputt machen können wir hier nichts. Schade, macht sich dann schon mal nicht so leicht mit dem mit der Zelda-Ebene finden. Ich würde sagen, wir versuchen auch wieder vielleicht sogar den Boss-Rush hinzubekommen. Mal sehen, ob es klappen wird. Erstmal müssten wir auf jeden Fall die anderen Bosse ziemlich schnell finden. Okay, Vorsicht. Ich denke, von daher lassen wir auch so Kackhaufen und so erstmal Kackhaufen sein. Ein bisschen speeden. Wir können ja auch nach und nach wieder ein paar Runs machen, wo wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Verdammt. Halbes jetzt Schaden bekommen. Aber das soll uns jetzt mal nicht aufhalten, wenn wir gegen den Boss antreten. Diese Bombe können wir uns aber noch mitnehmen. So, alles klar, auf geht's. Welchen Boss haben wir denn hier? Gemini, hallo. Du bist grün. Oh Gott, du bist schnurlos. Oh Gott, ein WLAN. Ein WLAN, Gemini. Bitte nicht. Naja, das könnte problematisch sein. Lass mal erstmal den Bewegenden hier ausschalten. Wobei wir natürlich das Baby viel leichter ausschalten könnten. Fällt mir mal gerade so ein. Weil das ja nicht mehr... Aber es schießt halt. Dann lass uns lieber das hinterherlaufende Baby haben. Das finde ich, glaube ich, ein bisschen angenehmer. Na gut, so, den haben wir jetzt. Und ja, wird es auch schon aggressiv. Oh Gott, oh, da hat es mich fast in die Falle gelockt. So, jetzt wäre noch ganz geil, ein Space-Item auf jeden Fall zu haben. Irgendwie was richtig Cooles. Das wäre schön. Guck mal, da hinten ist noch ein blauer Stein. Da können wir auch mal eine Bombe legen. Vielleicht. Naja, schade. Nee. Das läuft da leider nicht gegen. Ich habe gehofft, dass wir es vielleicht noch mitsprengen können. Aber so leicht lässt es sich dann doch noch nicht töten. Okay, hier haben wir ein Herzchen. Range-Up gibt es nochmal. Nicht das geilste Item, aber okay. Aber okay, vielleicht finden wir noch coole Items. Wir haben noch eine Pille dabei. Wollen wir die mal einsetzen? Vielleicht, oder? Lass mal gucken, was es ist. Lemon Party, okay. Hätte uns jetzt doch einiges gebracht, denke ich. Besonders gegen den WLAN-Gemini. Gegen seinen Partner nicht unbedingt. Okay, sehr gut. Du bist nicht so ein schnelles Viech. Das kommt uns, glaube ich, ziemlich zugute. Oh, aber ihr hinterlasst überall so eine kleinen nervigen Plagen. Ich will hier eigentlich gar nicht rein, weil hier bin ich ziemlich eingeschränkt, was das Ausweichen angeht. Aber gut, alles ist perfekt so gelaufen, wie ich es wollte. Ja, unser Vorteil als Laser ist es, dass wir laserhafte 2 Leben haben. Das heißt, wenn wir einmal sterben, haben wir immer noch die Chance. Das heißt, wenn wir den Boss Rush verkacken, könnten wir immer noch ohne einfach so weitermachen und so tun, als hätte es denn nie gegeben. Wobei, ich glaube, dass wir sogar im selben Raum spawnen. Das heißt, mit einem halben Herzen oder was war das? Ich glaube, das könnte sein. Das heißt, wenn wir sterben, haben wir noch ein halbes Herz mehr, prinzipiell. Und das könnte natürlich schon in der einen oder anderen Situation nützlich sein, muss es aber nicht zwingend. Von daher müssen wir mal gucken, ob das Ganze irgendwie gut für uns enden wird oder eher schlecht für uns enden wird. Ich weiß es nicht. Ja, im Moment haben wir auch noch nicht so die Mega-Kombo oder sowas, sondern lediglich relativ gute Werte wahrscheinlich. Dadurch, dass wir All Stats abgefunden haben. Jetzt kriegen wir noch eine schöne Karte. Wheel of Fortune. Naja, bei so vielen Münzen, wie wir sie haben, lohnt sie sich wahrscheinlich nicht, höchstens um sie zu sprengen. Hier haben wir auch schon den Bossraum. Bossraum Number One. Wir haben den Itemraum noch gar nicht gefunden, fällt mir mal so auf, ne? Auch mal den Boss niedermetzeln. Oh Gott, den metzeln wir tatsächlich nicht so leicht nieder, glaube ich. So, gut ausgewichen. Nochmal gut ausgewichen. So muss es weiterlaufen. Oh Gott, jetzt kommt er. Jetzt müssen wir ein bisschen ausweichen. Und dann können wir ihn jetzt gut treffen erstmal. Ein bisschen Schaden machen. Okay, Achtung, er kommt wieder. Vorsicht. Okay, perfekt. Und nochmal zusetzen. So muss es sein. Immer die Scheiße erstmal zum Dampfen bringen. Und dann, ja,
So, und dann müssen wir die ein bisschen ablöschen, weil wenn sie dampft, dann ist sie ja wahrscheinlich relativ heiß. Ach man, jetzt haben wir doch ein bisschen Schaden bekommen. Schade. Im letzten Ansturm dann doch nochmal ein kleines Herzchen verloren. Aber immerhin keine Seelenherzen. Oh, Jesus. Wie heißt das? Jesus Juice? Ich glaube, ne? Gibt das nicht Tears Up und Damage Up oder so? Damage und Range Up. Okay, aber Damage Up ist doch sehr, sehr nice. Was gibt es denn hier? Okay, ich weiß nicht, was das umgedrehte Kreuz macht. Sorry, das könntet ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Wobei ich es vielleicht auch nachgucke bis dahin. Ich weiß es nicht. Ich habe ja heute schon 7 Runs aufgenommen. Ja, ja. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nur einen. Der Itemraum fehlt uns und den will ich auf jeden Fall mitnehmen. Ganz so eilig habe ich es dann doch nicht. Besonders, weil uns eben noch so irgendwie die Mega-Kombi schlechthin fehlt. Da würde ich schon noch irgendwie was Cooles haben wollen für diesen Run. Im Moment ist der noch so, ja, ganz gut. Definitiv. Aber das kann noch. Das kann noch ein bisschen besser werden. So, hier, die Fliege kann uns eigentlich nichts anhaben, weil sie sowieso neben uns schießt. Was haben wir hier? Pheromone. Okay, von mir aus. Und was haben wir hier? Ich glaube, das war teilweise gut. Rainbow Tears. Ah, okay. Wir haben jetzt in jedem Raum andere Tränen. Das kann teilweise gut enden. Teilweise kann es aber auch sehr schlecht enden. Da müssen wir mal gucken, ob sich das tatsächlich lohnt oder eher nicht. Ja, lass mal sprengen hier. Bam. Vielleicht kommt da noch ein Seelenherzchen raus. Oh, sogar 3 auf einmal erwischt. Und 2 Pillen, die wir beide, glaube ich, noch nicht hatten. I found Pills und Lemon Party. Lemon Party oder Wheel of Fortune. Dann lass mal Wheel of Fortune hier einsetzen. Das. Nein, oh Gott, das war diese. Ah, Mist, da hätte ich doch gerne dran gesprengt noch. Was ist das? Amnesia. Okay, gut, dass wir die hier einsetzen. Das ist sehr schön. Dann können wir jetzt nämlich zum in die nächste Ebene gehen und dann ist alles wieder gut. Guck, ihr seht hier, jetzt haben wir hier zum Beispiel diese Double Tränen. Die sind natürlich sehr gut, aber es gibt natürlich auch sehr schlechte. Die leuchten schön im Dunkeln. Das ist auch immer schön. Können wir gut was sehen. Falls wir dann mal irgendwie Curse of Darkness bekommen oder so. Seht ihr? Da wünscht man es sich einmal. Okay, Triple Shot sogar. Ganz, ganz nice eigentlich. Jetzt nicht unbedingt gegen diesen Gegner, weil der ja doch sehr klein war. Aber insgesamt kann das schon von Vorteil sein. Ich glaube, das sind relativ normale Tränen, oder? Sind die in irgendeiner Art und Weise anders? Ich weiß es nicht. So, perfekt. Aber auch hier geht es nicht lang. Das ist im Prinzip gut, weil wir dann wissen, wo wir lang müssen. So, eine haben wir. Aber die trifft uns jetzt eh nicht. Sehr gut. Die andere trifft uns nicht. Niemand kann uns treffen, denn wir haben Triple Shots. Sehr gut. Das gefällt mir. Gegen den Boss würde ich das sehr gerne haben. Gegen so einen großen, dicken Boss, den man sehr, sehr leicht treffen kann. Was gibt es hier noch? Irgendeine Fliege? Attack Fly? Forever Alone. Attack Fly, ja. Aber eine, die in sehr großen Bogen um uns fliegt. Alles klar. Die haben wir nur so eine normale Truhe. Ja, wobei, einen Schlüssel bräuchten wir eigentlich mal, ne? Aber wir gucken mal. Hier kommen wir sowieso nicht hin. Nur wenn wir ein paar Bomben opfern würden dafür. Oh, guck mal, das sind jetzt diese 4 Shots, glaube ich, die den Gegner Angst machen. Auf jeden Fall kriegen wir so ein bisschen Abwechslung rein in den Run. Das ist ja auch sehr schön, dass wir hier nicht immer zu dieselbe Scheiße haben. Oh, guck mal, jetzt sogar Monstro-Szene teilweise dabei, oder? Oder habe ich falsch geguckt? Nee, guck mal, da sind Monstro-Szene dabei. Die machen extrem viel Schaden. Sonst weiter nichts, glaube ich. Aber halt extrem viel Schaden. Ach man, ich wollte die eigentlich nicht hier platzieren, direkt vor mir. Aber gut, wir kriegen das wieder hin. So, dann sprengen wir dich in die Luft. Vielleicht kommen da noch die ein oder andere coole Sache raus. Amnesia zum Beispiel kann man ja immer mal gebrauchen, ne? Wenn man wieder ein paar Sachen angestellt hat, die man schnell vergessen möchte. Oh Gott, mega fetti. Finde ich jetzt nicht ganz so geil. Könnte es gerne wieder gehen. Besonders nicht, wenn es so dunkel ist. Und dieser Kackhaufen, der wird mir irgendwann zum Verhängnis werden. Genauso wie deine mega schnellen Sprünge. Die sind auch nicht immer so geil. Okay, wunderbar. Ich habe das Gefühl, du wirst gleich wieder den Megasprung des Jahrtausends vollführen. Der ist ja immer relativ langsam, die meiste Zeit. Aber teilweise dann auch sehr, sehr... Oh Gott, so weit, so lange schießt du die noch? Alles klar, dann wechsle ich jetzt ein bisschen vorsichtiger. Okay, der geht auf jeden Fall. Oh, jetzt ist mal ein bisschen Licht hier drin im Dunkeln. Der war aber schon ein bisschen schneller. Da muss man echt ein bisschen aufpassen, dass er nicht dieses, nicht so schnell springt. Okay, er furzt nur. Furzen ist in Ordnung. Das darfst du. Ja, komm. Mach ganz viele kleine Kackehäufchen. Die sind aber ziemlich klein dafür, dass du so riesig bist. Aber dafür musst du wahrscheinlich ein bisschen öfter mal auf die Toilette, was? Ah ja. 4-mal schon. Innerhalb kürzester Zeit. So, das nehmen wir mit. Tears und Shot Speed up. Okay, das ist ganz cool. Ja, lass weitergehen. Lass weitergehen. Lass uns mal hier nicht großartig lange aufhalten. Die Zeit haben wir auf jeden Fall überholt. Das sieht doch mal nach Boss Rush im Moment aus. Jetzt gucken wir erstmal hier hoch. Oh, lass mal erst hier um die kümmern.
die Spinnen sollten uns jetzt eigentlich nicht so gefährlich werden, wenn wir ein bisschen vorsichtig sind und ein bisschen teilweise wechseln. Ah, Mist, aber die Spinnen, also diese Spinnen wurden uns dann tatsächlich gefährlich. Mit hier sind wir auch im letzten Run gestorben, im letzten großen Run. Ich werde ja wahrscheinlich, oh, guckt euch das an, wie geil, das sind die geilsten Tränen, die es gibt. Nice, die würde ich sehr gerne haben. Vor allem gehen die auch durch Gegner durch. Oh, guck mal, jetzt haben wir, glaube ich, Lemon-Dings, ne? Dass wir schnell, aber nicht weit schießen. Das ist natürlich auch sehr cool. Besonders, da wir Range-Up schon gefunden haben. Oh, 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 oh. Ja, jetzt haben wir... Ah, nein, ausgerechnet diese Tränen haben wir jetzt. Die Bumerang-Tränen, die finde ich mit am beschissensten. Ich weiß nicht, in welcher Situation die mal sinnvoll sind. Von daher mag ich die auch nicht so. Sehe ich nicht unbedingt ein. Weiß nicht. Weil die kommen dann halt nicht so wahr. Oh Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ihr seid Bombenspinnen? Euch kenne ich ja noch gar nicht. Aber das Spiel ist ja jetzt auch schwieriger geworden, fällt mir mal gerade so ein, ne? Haben wir ja freigeschaltet irgendwann mal. Dass das wieder der Fall ist. So, guck mal, hier mit dem Fass könnten wir vielleicht auch was anstellen. Wenn denn mal die ein oder andere Fliege herkommt. Okay, wow. Das hat sich jetzt echt gelohnt, hier ewig lange zu warten. Da ist noch so eine Bombenfliege. Stirb mal, bevor du hier irgendwie was anrichtest, was ich nicht so ganz geil finden würde. Vor allem sollten wir uns ein bisschen beeilen, wenn wir den Boss Rush schaffen wollen. Wow. Evil Up, okay, nehme ich gerne. Wie oft hatten wir das jetzt schon in letzter Zeit? Richtig häufig, oder? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verfolgungstränen sind aber ganz nützlich. Sehr gut. Von daher, Range Up ist auch ganz geil. Ich hätte noch sehr gerne Kohle. Also müssten wir den Teufelsraum mal freischalten. Wieder beim nächsten Boss. Das wäre, glaube ich, ganz cool. Guck mal, die Attack Fly hat gleich mal zugesetzt. Oh, 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 kommt schon. Kriegt ein bisschen Angst vor mir. Kriegt ein bisschen Angst vor mir irgendwer. Ihr bedrängt mich gerade ein bisschen zu viel. So, komm, bevor du schießt. Ich weiß, wir könnten hier warten, bis sie das wieder aufsprengen. Aber wenn sie das jetzt nicht machen, warum sollten sie es später irgendwann mal machen? So gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und jetzt können wir hier nach unten. Wir haben nur Riesenräume gerade im Moment. Oh mein Gott, aber wieder diese vier Shots. Ich hoffe mal, dass ich den ein oder anderen damit treffen kann. Wir machen hier sehr viel Damage, ne? Das ist sehr schön. Ein bisschen mehr Damage hätte ich auch noch gerne. Klar, warum nicht? Warum nicht? So, jetzt ganz viele Maden. Aber nur diese spuckende Made. Ah ne, hier ist auch die rumbelnde. Die rumbelnde Made. Kleine, gute, alte Rumble-Made. Wer kennt sie nicht? So, aber die hat jetzt Angst vor uns. Ne, das ist nur eine ganz normale Made, ne? Boah, hier muss auf jeden Fall irgendwas Geiles sein hier unten. Sonst würde es nicht so weit gehen. Okay, der Bossraum wäre hier. Könnten wir machen, aber Itemraum haben wir auch noch nicht, ne? Gut, dann rennen wir den ganzen weiten Weg zurück. Das ist jetzt natürlich nicht ganz so praktisch, weil uns damit ein bisschen Zeit flöten geht. Aber was soll man machen? Wenn der Shop hier, wenn der Itemraum hier nicht ist, dann ist der Itemraum halt nicht hier. Hier ist der Itemraum, sehr gut. Okay, und wir haben auch noch Triple Shot. Nice, das dürfte sehr gut gehen, die Grids hier zu besiegen. Besonders, weil wir, ja, weil die halt immer so hin und her hüpfen und deswegen trifft man die nicht ganz so genau. Wir haben keinen Schlüssel. Scheiße, wir haben keinen Schlüssel. Oh nein, gib mir einen Schlüssel bitte. Gib mir einen Schlüssel. Haben wir normale Tränen oder... Nee, Tränen, die zum Ende hin kleiner werden, ne? Das ist natürlich nicht ganz so geil. So, komm. Komm. Ah, Mist, das war dumm. Das war dumm. Faith Up macht das. Nee, Challenge Up macht das. Challenge Up. Das ist auch nicht so geil. Haben wir überhaupt schon mal Herzen gefunden? Immerhin kriegen wir hier die coolsten Tränen überhaupt. Aber ein Schlüssel wäre schon ganz geil, ne? Für den Itemraum. Oh, danke schön. Was ist das? Justice. Setzen wir mal gleich ein. Noch ein Schlüssel. Ein schwarzes Herz. Nehmen wir auch immer gerne. Und Lemon Party nehmen wir wieder mit. Ansonsten haben wir hier aber nirgendwo ein Herz gefunden. Das ist nicht ganz so geil. Hm, schade. Okay, dann gucken wir mal, was wir im Itemraum haben. Ah, Monstrous Zahn. Space Item. Ja, Space Item. Schon wieder so eine doofe Fliege hier. Die nervt mich immer beim Aufnehmen. Wenn ich normal hier so sitze und nichts mache, dann ist alles gut. Aber sobald ich Isaac anschmeiße, ne, fühlen sich die Fliegen wie angezogen und sind sofort hier. Kann die Attack Fly auch Fässer in die Luft jagen? Ich weiß es nicht. Ja, jetzt haben wir immer ein Space Item. Das haben wir uns ja gewünscht. Ist jetzt nicht das beste Space Item, glaube ich. Aber ja, kann man auf jeden Fall mal einsetzen. Denke ich mal gegen den Boss hier. Wer auch immer das ist. Oh Gott, du. Monstro, komm rauf. Oh Gott, Hälfte des Lebens weg. Das ist dann schon nicht so wenig. Hier irgendwo ist er doch. Da, komm, stirb mal. Mann, dem konnten wir ja fast gar keinen Schaden zufügen. Der taucht doch wieder bestimmt irgendwo direkt vor uns auf. Da. Ich hab's geahnt, ich hab's geahnt. Mann. Alter Schwede. Hier, Bombe für dich. Bombe. Oh Mann. Nicht getroffen mit der Bombe. Und wir selbst haben Schaden bekommen, aber nur schwarze Herzen. Kein Devil Room trotzdem. Und die macht Shot Speed up. Ist nicht so gut, wenn wir Kohle finden irgendwann. Von daher gleich mal weiter in den nächsten Raum. Wo sind wir jetzt? Devs 1, glaube ich, erst, ne? Das wird schwierig. Wir haben nur noch
6 Minuten Zeit. Curse of the Blind? Oh nein, das heißt, wir sehen die Items nicht, die wir bekommen. Wir wissen nicht, ob die Items gut oder schlecht sind. Ach man. Na gut, dann trifft mich halt. Immerhin können wir direkt zum Ach man. Verdammt nochmal. Zu viel Schaden bekommen jetzt hier. Jetzt sind alle unsere schönen schwarzen Herzen wieder weg. Im Moment sieht es noch nicht so ganz perfekt aus hier, ne? Also der erste, die ersten zwei Ebenen waren schon ziemlich nice. Aber danach lässt es so ein bisschen auf sich warten, das Ganze. Ja. Jetzt schlipp mal. Dankeschön. Was ist das hier? Hero Fand. Okay, das können wir auf jeden Fall ganz gut gebrauchen. Wie nur ein Seelenherz? Hä? Hä? Hero Fand droppt doch zwei, oder nicht? Hat sich das geändert? Droppt er nicht mehr unendlich viele? Oh, jetzt heißt unendlich viele. Nicht mehr konstant zwei? Droppt er manchmal auch eins? Oder wie? Das wäre nicht so geil. Okay, hier haben wir den Itemraum. Das ist perfekt. Itemraum würde ich immer gerne als erstes finden. So, jetzt haben wir die Tränen, die am Anfang groß sind und dann kleiner werden. Nicht ganz so praktisch. Ne? Weil wir so relativ kleine Tränen halt haben. Nicht so große. Wir machen zwar einigermaßen Schaden. Das kann ich nicht abstreiten. Aber es lohnt sich halt noch nicht so ganz, diese Art von Tränen zu haben. Perfekt. Zwei Schlüssel noch. Können wir auf jeden Fall mal einen hierfür verwenden. Ja, jetzt können wir natürlich Cursed Eye aufheben. Das wissen wir leider nicht. Rubber Cement. Bouncing Tears. Ah, das hatte ich schon mal, glaube ich. Das ist ja geil. Wenn die also auf Wände treffen, dann werden die zurückgebounced. Bouncy, bounce, bounce, bounce. Finde ich ganz nice. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Item. Das macht den Run noch individueller. Besonders dadurch, dass wir ja mal unterschiedliche Tränen haben. Oh, guck mal, da drüben steht ein Item. Echt? Boah, das lohnt sich schon, sich darüber zu sprengen, oder? Was ist das für ein Megaraum? Ich hoffe nur, es ist nicht das Cursed Eye. Dann fange ich an zu weinen. Gucken wir mal, was hier drin... Noch ein Item. Bob's Brain. Okay, Explosive Dings. Finde ich ganz nice. Und das ist Anti-Gravity. Anti-Gravity Tears? Und irgendwas stand da noch. Und Tears Up oder so? Wir gucken gleich mal, was aus uns geworden ist. Und dann finden wir auch noch hier den Hagalas. Der zerstört den ganzen Raum irgendwie. Dann können wir mal hier einfach einsetzen. Seht ihr, dann gehen die Totenköpfe so weg. Und dann haben wir Magician noch. So, ich wollte mal die Tränen einsetzen. What? Wir können die hier so positionieren. Okay, das ist mega komisch. Wir können die... Oh mein Gott. Damit zu spielen wird mehr als nur interessant. Damit zu spielen wird... Krass. Ich weiß es nicht, was passieren wird. Ob das gut oder schlecht ist, was wir da jetzt so haben. Aber okay. Aber okay. Hier sind wir auf jeden Fall in der Nähe vom Boss. Alter, guck mal, wie die umherbouncen hier. Wir können die hier überall platzieren einfach mal. Wir werden die schon irgendwie treffen. Hoffe ich mal. Achso, Bobs Dings haben wir auch noch. Für den Notfall. Hier, meine kleine Armee. Ach, sogar wenn die da durchlaufen, reicht das. Oh, nice. Was? Wie cool. Das sind ja mal richtig einzigartige Tränen, oder? Krass, krass, krass. Na, mal schauen, wie das gegen den Boss funktionieren wird, wenn wir den mal finden. Ich glaube, Boss Rush können wir uns so langsam abschmieren. 3 Minuten haben wir noch für diesen Boss plus die Marm-Ebene. Ich denke, davon können wir uns so langsam verabschieden. Ah, Mist. Ah, okay, Bouncing Tears, Armee, los geht's. Ich find's geil, ich find's echt geil. Was war das hier? Magician. Ah, ich kann das nicht aussprechen. Na, okay. Oh, 4 Shots. Los geht's, los. Tötet alles. Ist schon irgendwie ganz geil, ne? Wenn das alles so auf einmal kommt. Alter, ich verstehe es aber nicht. Ach, das sind jetzt Verfolgungstränen, oder wie? Deswegen gehen die schon so umher? Oder Rotating Tears? Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht, Leute. Ich verstehe es null. Aber es ist sieht mega cool aus. Hier, überall Tränen um die herum platzieren. Das dürfte eigentlich relativ gut funktionieren. Kommt in meinen Zirkel! Kommt in meinen Kreis! Na, wie gefällt euch das? Könnt gar nicht mehr aufstehen, was? Vor lauter Freude. Ja, okay, lass gut sein. Ich denke, das können wir vergessen. Achso, das sind die Bumerang-Tränen gerade, ne? Lass mal diese Pille hier holen. Achso, ja, Lemon Party, das war natürlich sehr schlau. Dieses Item könnten wir uns auch holen. Was ist das? Piggy Bank, my life savings. Ich weiß nicht genau, was das macht. Aber okay, wir können hier mal einzahlen ein bisschen. Ja, jetzt können wir uns ein bisschen mehr Zeit lassen. Leider Gottes. Ach ja, wir haben ja diese komischen Bumerang-Tränen. Ist schon ganz nice auf jeden Fall. Ah, guck mal hier, den Schlüsselbettler. Oh mein Gott. Wie Hammer. Das ist so... Das
Jetzt fetzt sich ja mal richtig. Schade, dass wir die Tränen jetzt wahrscheinlich hier nicht bekommen werden. Wir bekommen sie hier. Wir bekommen sie hier. Hier, Monstro, na, wie gefällt dir das? Wirbelt ein bisschen umher, was? Wirbelt das ein bisschen umher? Tut das dem kleinen Monstro weh, sich in meine kleinen Sensen reinzusetzen? Oh, guckt ihn euch an, den Arm. Macht gar nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Aber ist schon ganz geil, ne? Fetzt auf jeden Fall. So, guck mal, die sind sofort zerstört. Instant. Instant zerstört. So, sehr gut. Monstro dürfte doch jeden Moment down sein, oder nicht? Ich habe keine Ahnung, was hier vor sich geht. Aber wir haben kaum noch Herzen. Warum? Was passiert hier? Range up. Oh Mann, wir finden hier auch nirgendwo Herzen, ne? War im Shop noch ein Herz? Oh, 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 oh. Und ich jag dich mal in die Luft. Du kannst uns vielleicht auch noch ein paar Herzen geben. Ich meine, es ist ein sehr geiler Run. Aber wir haben kaum noch Leben. Ich meine, wir werden nochmal wiedergeboren, aber da haben wir auch kein Leben, glaube ich. Oh, 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 oh. Das könnte nicht gut enden. Na, hoffen wir mal, dass wir in der nächsten Ebene ein bisschen was finden. Und lass uns ein bisschen mehr aufs Ausweichen auf jeden Fall konzentrieren. Das ist sehr wichtig. Necropolis 2. Okay, oh Gott, ihr. Natürlich springt ihr jetzt erstmal umher und schießt, was das Zeug hält. Ist okay, aber Bob Stings hat euch erwischt. Sehr gut, dann schauen wir mal hier hin. Okay, hier scheint nichts zu sein, aber da drüben ist schon wieder jede Menge Zeug und hier ein blauer Stein. Von daher lohnt sich das auf jeden Fall, darüber zu gehen. Schade, nur Schlüssel drinne. Gerade die brauchen wir im Moment nicht, sondern mal ausnahmsweise Herzen. Das heißt ausnahmsweise, die brauchten wir jetzt schon ziemlich oft. So, was haben wir hier drinne? Auch wieder keine Herzen. Was ist das? Okay, schwarze Herzen nochmal. Lemon Party. Was war denn das für eine Karte? Ich habe nicht gelesen. Empress. Empress könnte man auch mitnehmen. So, oh, oh mein Gott. Triple Shots auch noch. Triple Shots. Bob's Brain macht noch ein bisschen Schaden hier. Alles klar. So, hier kommen meine Triple Shots. Werden euch schon irgendwo mal treffen. Hoffe ich. Hoffe ich inständig. Komm schon. Sehr gut. Okay. Hier wäre die Arcade. Das ist auch gar nicht mal so dumm hier zu spielen, glaube ich, ne? Guck mal. Die können wir mal in die Luft jagen. Vielleicht droppt die ein paar Herzen. Nee, leider gar nicht. Okay, dann lass hier dran spielen und hoffen, dass da ein bisschen was rauskommt. Dass wir ein bisschen Glück haben. Ich denke nicht, dass da was rauskommen wird, aber es wäre sehr cool, wenn uns das ein bisschen unterstützen würde. Es kommt gar nichts raus, oder wie? Na, ganz nett von euch. Ganz, ganz nett. Wie wär's denn mal mit Herzen? Sorgt das Evil ab vielleicht dafür? Soll ich das mal abwerfen? Vielleicht, ne? Warte mal, wo ging das hier, glaube ich? Okay, lass uns mal Evil Up abwerfen und mein Bein schläft schon wieder ein. Okay, lass uns hier nach links gehen. Okay, sehr gut. Nur dich, nur dich. Da können wir ja jede Menge von machen. Oh Gott, das Knochenviech lebt noch. Hier meine Mauer. Sehr gut. Ist schon ganz geil, ne? Ist schon recht geil. So, was haben wir hier für ein Item? Okay, die Bohne, die ist natürlich nicht ganz so gut. Bam. Wir werden sie trotzdem mal aufheben. Ach so, tut on... Ach so, das ist so eine Bohne, die wir mitnehmen. Okay, dann ist es gar nicht mal so schlecht. Ich glaube, wenn wir berührt werden, dann furzen wir und vergiften die Gegner damit ein bisschen. Oh nein, Moms Hand. Moms Hand damit zu treffen, könnte ein bisschen schwierig werden. Beziehungsweise auch nicht vielleicht. So, ich bewege mich hier einfach mal jetzt großflächig. Ich hoffe, dass das ein bisschen funktionieren wird. Ja, haben wir hinbekommen. Noch ein schwarzes Herz mehr, obwohl wir Evil Up abgeschmissen haben. Okay. Ja. Ja, wir sind leider über der Zeit. Das heißt, Boss Rush schaffen wir nicht mehr. Das heißt, wir können uns jetzt auch im Prinzip alle Zeit der Welt lassen. Okay, nicht einsaugen lassen. Vorsicht. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. So ein bisschen... Ach du Scheiße. Das könnte schwierig werden. Wir haben Versteinerungstränen auf jeden Fall. Ah, Mist. Mist, 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 Mist. Gut, den einen könnten wir eventuell... Ein Glück haben wir auch noch diese Bouncing-Sachen, ne? So, jetzt komm. Komm, trifft es. Jawohl, sehr gut. Und endlich mal ein rotes Herz. Ich glaube, es lag am Evil Up, dass wir keine normalen Herzen mehr bekommen. Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, jetzt mal hier reingehen. Ah, okay, diese unsichtbaren Viecher. Da habe ich prinzipiell sogar eine Idee. So, lass mal das hier aufschießen. Bam, und jetzt hier. Komm, 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 komm. Alles voll mit meiner Armee. Komm, 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 komm. Okay, sehr gut. Hat geklappt. Dann können wir hier noch eine Bombe droppen und hoffentlich sind da noch ein paar Seelenherzen drin, ne? Nee, gar nicht. Gar nicht. Okay, Shop lohnt sich eigentlich auch nicht. Haben wir, doch, aber wir haben genug Schlüssel, um da mal reinzugucken. Vielleicht gibt es PhD. Das wäre natürlich schon... Ach so, wir haben diese Dings, die kleiner werden. Werden die so klein? Irgendwie schon. Oh, damit ist... Da, wenn wir das bekommen, ne, dann wird es richtig schlimm. Dann haben wir verkackt.
PhD würde ich ja richtig gerne bekommen. Richtig gerne. Lass mal versuchen, das zusammenzukriegen. Ah, das wird nichts. Nee, nee, lass nicht rausspringen, sondern gucken, ob wir das auf der Ebene zusammenbekommen. Und wenn nicht, dann nicht. So, bitteschön. Tut mir ja leid. Bob's Brain erledigt das meistens schon, bevor überhaupt unsere Tränen zum Angriff kommen. Mist, das war doof, mich da treffen zu lassen. 10 Münzen haben wir aber immerhin. Das heißt, es fehlen nur noch 5. So, hier umkreisen nach Möglichkeit. Komm schon, trefft es. Trefft ihn, trefft ihn, trefft ihn, trefft ihn, trefft ihn. Okay, ich glaube, den einen haben wir tatsächlich erwischt durch... Aber mehr durch Bob's Brain als durch alles andere. So, komm. Nice, go to. Nehmen wir mit, sind wir ein bisschen schneller unterwegs. Geht's vielleicht hier oben zum Arm? Ich weiß es nicht. Ah, okay. Gut, damit sollten wir es schnell eliminieren können. Sehr gut, dass wir auch unsere roten Herzen mal langsam wieder auffüllen können. Oh mein Gott. Alles klar. Die rasen das schön rein gerade. Sehr gut, rote Herzen sind auch aufgefüllt. Jetzt könnten wir sogar Evil Up wieder mitnehmen. Wäre nicht unbedingt schlimm. Sehr schön. Alter, aber der da oben hat tatsächlich überlebt. Ey, wie geil dieses Item, diese Kombination einfach ist, ne? Richtig cool. 10 Münzen haben wir und eine Bombe. Ich denke, wir kriegen das nicht mehr zusammen. Von daher, lass Marm fertig machen. So, komm, aber hoffentlich... Los, legt los. Schade. Schade, schade, schade. Und es ist mega... Oh Gott, da kam Marm gerade raus. Ist natürlich nicht so schlau, dagegen zu laufen. Alles bounce hier umher. Alles wird wahrscheinlich auch zerstört. Aber ich sehe... Oh, ich darf doch nicht immer gegen Marm laufen. Das ist nicht ganz so praktisch. Ehrlich gesagt. Da ist der Fuß. Komm. Oh, Marm ist schon fast down. Nice. Was ist das? Poison Touch? Speed und Range Up. Okay, Speed können wir definitiv gebrauchen. Hier gibt es mal einen Devil Deal. Brimstone. Nee, 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 nee. Vielleicht, natürlich könnte sein, dass es die Mega-Kombination des Todes gibt. Und auch Book of Belial wäre jetzt nicht so schlecht. Aber wir haben so wenig Herzen. Deswegen will ich das eigentlich nicht machen. Auch wenn Book of Belial wahrscheinlich besser wäre als Monstrous Dings. Hätten wir übrigens auch bei Mama einsetzen können, ne? Dann hätten wir vielleicht auch nicht so viel Schaden genommen. Aber egal, wir versuchen jetzt zumindest Marms Heart hinzubekommen. Das wäre schon mal schön, wenn wir das irgendwie bewerkstelligen könnten. So einfach mal... Okay, das war Bob's Brain. Alles klar, hier einfach mal... Komm, volle Breitseite. Attacke! Tränen! Go! Tränen, go! Ihr werdet es schon treffen. Sehr schön. Wen haben wir hier so? Ach dich, dann lass mal das hier machen. Bam! Bam, 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 bam. Ja, kommt doch her. Meine 4 Shots werden euch schon erledigen. Da könnt ihr euch noch so schützen. Ihr werdet irgendwann getroffen. Okay, sehr schön. Ein rotes Herz für den Notfall nachher. Okay, guckt mal meine Feuertränchen. Meine schönen Feuertränchen. Die machen euch alle. Okay, oh, vielleicht auch nicht. Vielleicht auch nicht. Ausweichen. Okay. Alles gut. Wir müssen schnell den Boss finden. Das wäre optimal. So. Okay, Versteinerungstränen. Das ist natürlich auch ganz nice. So, euch haben wir. Okay, jetzt müssen wir nur noch dichter treffen. Ja, das dürfte auch nicht das Problem sein. Okay, Zacki Zacki Room ist natürlich ein No-Go im Moment. Oh Mist. Damit könnte es echt schwierig sein, den zu treffen. So, jetzt komm, 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 komm. Und legt los. Legt los, trefft ihn. Leider nicht. So, jetzt komm. Jetzt kommt er doch gleich wieder raus, oder nicht? Komm. Sehr schön, haben wir. Okay, jetzt nur noch das Viech. Sehr gut. Und hier ist der Boss schon. Okay, lass machen. Erstmal hier. Bam, Monstro... Au, durch die Explosion. Er hat uns da ein bisschen was abgezogen. Triple Shot ist hierfür jetzt nicht so gut. Hier wäre so ein Querbeet-Schuss eigentlich, denke ich mal, ganz praktisch. Aber es scheint auch so ganz gut zu klappen. Sehr gut. Hier gibt es nochmal Damage Up plus HP Up. Das ist natürlich sehr nice. Und dann haben wir auch nochmal den Devil Room. Mit einem Baby, was rote Herzen in blaue wieder umwandelt. Ah, und das Ghost Baby. Das hatte ich, glaube ich, noch nicht. Los, komm, wir nehmen das. Ich hoffe, dass das gut gehen wird. Und hier hatten wir noch ein rotes Herz, zumindest ein halbes. Das reicht hier noch nicht ganz, aber wir hatten hier irgendwo anders noch ein rotes Herz. Das wäre noch cool, wenn du das umwandeln könntest. Allein dafür hat es sich dann, denke ich, schon mal gelohnt, dich mitzunehmen. Denn jetzt haben wir so viele Herzen wie vor dem Deal, auch wenn es keine Herzcontainer sind. Aber gut. Alles klärchen. Dann lass weitergehen. Puh, okay. Ich denke, Mamis Heart könnten wir durch Monstro auch hinbekommen. Monstro ist gar nicht so das schlechte Item. Es geht auf jeden Fall noch. Ich hätte es mir jetzt deutlich schlimmer vorgestellt. So, go, komm. Go, 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 go. Vernichtet es. Vernichtet es. Vernichtet es. Vernichtet es. Ah, Mist, getroffen. Das muss nicht sein. Wurde ich da nochmal getroffen gerade? Oh Gott, ich sehe hier aber auch echt kaum noch durch. Durch die ganzen Tränen. Hier meine Wand des Todes. Niemand kommt hier hindurch.
Nur ich sehe leider die gegnerischen Tränen auch nicht mehr allzu gut. Hier ist ein Arcade. Oh, The Game Kit haben wir freigeschaltet. Schön, bestimmt, weil wir sehr oft hier reingegangen sind. Dann lass mal erstmal hier dran spielen. Unsere 15 Münzen einfach verbrauchen. Mal gucken, vielleicht kommt was Cooles raus. Vielleicht kommen da auch... Oh, 99 Dollar. Das ist okay. Können wir auf jeden Fall hier einspenden alles, was wir so haben. Das ist auch ganz gut. Ich hoffe mal, dass wir richtig, richtig viel einspenden können. Das wäre sehr, sehr schön. Zuletzt war es nicht mehr so viel, was wir einspenden konnten. Aber es sieht ganz gut aus. Wenn wir bis 100 kommen, bin ich absolut zufrieden. Na komm. Oh, das Neue ist freigeschaltet bestimmt. Ne? Store Upgrade Level 2, okay. Das heißt, wir haben jetzt nochmal neue Items da drin. Das ist natürlich auch schön. Oh, herrlich, 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 herrlich. Wie viel wir hier einsammeln können. 110 sind wir jetzt, glaube ich. Alles klar, hier machen wir mal Boom. In der Hoffnung, dass hier... Ja, rote Herzchen kommen raus, aber das wird dir noch nicht reichen. Nö, da ist unser Devil Baby noch ein bisschen zu gierig. Oh. Guck mal, perfekt, Domatico. Perfekt, Domatico. Können wir doch hier mal einspenden. Vielleicht kriegen wir noch ein HP ab. Das wäre doch sehr schön. Na komm. Okay, ein paar Pillen. Muss auch nicht schlecht sein. Kommt drauf an, was es für Pillen sind. Die hatten wir noch nicht. Das ist Amnesia, das ist Pheromones. Und die hatten wir auch noch nicht. Komm, Tears Down, scheiße. Schon mal nicht so geil. Und das ist Bad Trip, auch nicht geil. Dankeschön für diese grandiosen Pillen, die mir wieder einmal sehr das Leben bereichert haben. Und wir haben auch keine Bomben mehr, um diesen Bettler in die Luft zu jagen. Das ist sehr schön. Wunderbar. Ich freue mich jedes Mal wie ein Honigkuchenpferd, wenn ich sehe, wie toll alles läuft zum Ende hin im Moment. Mann, 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 Mann. Jetzt müssen wir uns ein bisschen konzentrieren, was? So, komm schon, du tauchst doch jetzt irgendwo mal auf, oder nicht? Konzentration, dass wir nicht in das reinrennen und dann passt das schon. So, jetzt haben wir es endlich. Komm schon. Liberty Cap. Wo gehen wir hin? Lass uns in diesen Raum gehen, der sich nicht wirklich lohnt. Was war denn da unten schon wieder? Irgendwas ist mir schon wieder entwischt aus dem Sichtfeld. Das ist meins, das ist meins, das ist meins. Sorry, Bro, aber das ist meins. Okay, du. Nur du. Oh, Mann! Spawn doch nicht direkt in mir. Scheiße nochmal. Aber mit dieser Armee, die uns hier umgibt... Könnte das ganz gut klappen. So könnten wir uns nach und nach ein bisschen vorbewegen. Obwohl jetzt hier diese Gravity nicht mehr so richtig wirkt, ne? Irgendwie aus irgendeinem Grund. Ich weiß nicht genau, warum nicht. Bleibt doch alles eher da, wo es ist. So, ihr kommt mir nicht zu nah, okay? Ich habe nur noch ein Herz. Damit werde ich Marmsat trotzdem besiegen. Trotz allem, okay? Ihr kommt mir nicht zu nah. Ja, wahrscheinlich schon, oder? Wahrscheinlich schon. Oh Mann, nur noch ein Herz, ey. Das ist echt nicht geil. Na gut, komm. Okay, ihr. Okay, alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Sehr gut. Wunderbar. Ja, hier können wir auch nochmal ein bisschen Geld farmen. Bringt uns nur nicht so viel. Nicht wirklich. Was haben wir hier für einen Raum? Okay, das dürfte an sich gehen. Wenn jetzt nicht unser Explosive Ball da irgendwie Scheiße macht oder so, dann könnte das gehen. So, komm. Drehen allesamt hier hin irgendwie. In diese Richtung. Vernichtet da mal ein bisschen was. Okay. Komm, 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 komm. Zurückziehen. Sehr gut. Hier ein bisschen so. Vorsicht. Wir müssen ihn nur zersplattern lassen. Dann passt es. Komm schon. Wir müssen es nicht immer so spannend machen zum Ende. Oder? Müssen wir es? Ich weiß es nicht. Ist natürlich auch sehr schön für das Video. Aber es wird wahrscheinlich wieder nichts werden, denke ich mal. Kommt drauf an, mit wie viel Leben wir spawnen. Und ob wir im Raum spawnen oder außerhalb. Aber Mom's Heart würde ich schon halt gerne schaffen mit dem guten alten Laser. Der jetzt ja hier auch wirklich sowas wie Lasertränen hat, ne? Irgendwie ja schon. Mann, wir haben Münzen, so viele wie nie zuvor, ne? Aber... Scheiße, ey. Das wird richtig schwierig. Okay. Nein, nein, nein. Oh, Mann. Naja, immerhin spawnte sie außerhalb. Wir wären eh nicht rangekommen, stimmt. Stimmt. Von daher ist es schon ganz gut so, wie es ist. Ausweichen, ausweichen. Ah, Mann! Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Das war's. Was ist das? Two of Spades. Ja, 22 Schlüssel. Was bringt mir das jetzt? Ah, Mann, das wird, glaube ich, nichts werden. Besonders die Augen werden uns schon derbe Probleme bereiten. So, komm, 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 komm. Um die Augen herum einfach alles Mögliche platzieren. Komm, 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 komm. Oh, verdammt, schon tot. Wo spawnen wir? Wir spawnen direkt in dem Raum, aber noch ein weiteres Schädenchen und wir sind wieder tot. Ja, was soll ich machen? Wenn wir halt nicht genug Herzen finden, dann endet das meistens so. Ah, Mann, aber es will im Moment auch einfach nicht mehr funktionieren, ne? Das ärgert mich. Na gut, ich hoffe, der Run hat euch trotzdem gefallen. Es war eine sehr, sehr coole Item-Kombination und ich denke, allein deswegen ist dieser Run schon sehenswert gewesen. Wenn wir immer bei Mom's Heart mit einem Herz reingehen, bringt halt nicht so viel. Wir hatten nicht unendlich viel Glück.
Wir haben coole Items gefunden am Anfang, denn so gegen Ende der Marm-Ebene auf jeden Fall nochmal coole Sachen gefunden. Aber dazwischen und danach halt nicht so unglaublich viel und gut angestellt habe ich mich auch nicht. Naja, passiert. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Da schaffen wir dann aber sicherlich dann endlich mal Marms Heart. Mal wieder, sage ich das. Ich glaube, ich sage das jeden Round, oder? Es läuft einfach nicht mehr. Ich glaube, ich bringe mich jetzt um. Tschüss.